Vielen Dank. Genau, die persönliche Vorstellung kann ich gerne übernehmen. Herr Schatzschneider zu meiner Linken, Harald Völkel ist mein Name. Ich bin im Lindt-Museum als Referent für Marketing tätig. Genau, und wir stellen Ihnen heute unsere Werkstattausstellung Schwieriges Erbe vor, die den gleichen Titel trägt wie die Veranstaltung heute hier. Und genau, wir haben es überschrieben mit dem Titel Koloniales Erbe und Teilhabe. Genau, der Button ist hier, wunderbar. Genau, also das Lindt-Museum in Stuttgart ist ein ethnologisches Museum, eins der großen in Deutschland mit einer Sammlung von ca. 160.000 Objekten. Und wie viele ethnologische Museen sind auch wir in der Phase des Umbruchs, in der Phase des Wandels. Wir haben es zu tun mit zunehmend diversen Gesellschaften und in diesen müssen wir die Rolle und die Relevanz von ethnologischen Museen neu aushandeln. In dem Zuge haben wir mit großzügiger Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes das sogenannte Lindenlab ins Leben gerufen und greifen dort eben das Prinzip des Labors auf, experimentieren dort ein bisschen und versuchen neue Formen musealer Wissensproduktion und Vermittlung eben auszuprobieren. Wir setzen uns da mit übergreifenden Themen auseinander, Praktiken ethnologischen Sammelns, kolonialzeitliche Strukturen, ihr Fortwirken bis heute und eben auch die Verteilung von Deutungshoheit. Und da kommen wir dann zu dem Punkt der Teilhabe, nämlich drei Ps, die für uns in dem Projekt wichtig sind: die Provenienz, die Präsentation und die Partizipation. Und gerade das Wort Partizipation ist natürlich ein sehr wichtiges. Teilhabe, eben auch andere Wissenssysteme, andere Wissenskontexte zuzulassen, das auch aktiv von unserer Seite aus einzufordern. Eben die Frage, wie man es auf der Folie auch schon sehen kann, wer spricht, wer wird gehört, worüber genau sprechen wir in unseren Ausstellungen, welche Geschichten erzählen wir oder auch welche Narrative verhandeln wir. Wir suchen dafür den intensiven Austausch mit VertreterInnen aus den Herkunftsgesellschaften unserer Objekte, aber auch natürlich mit den verschiedenen AkteurInnen in der sehr, sehr diversen Stuttgarter Stadtgesellschaft. Das Ziel ist, dass wir damit verfolgen, langfristig eine Neuausrichtung des Museums zu schaffen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, mit welcher Sprache sprechen wir, mit welchen Bildern kommunizieren wir. Wir möchten nicht weiter Stereotype verbreiten, wir möchten nicht weiter Rassismen oder Exotismen verbreiten und reproduzieren. Eines der Labs trägt den Namen In Beziehungen und in diesem Lab haben wir uns genau diesen Fragen gestellt. Wir haben die Verbindungen zwischen Menschen, Objekten und der Institution Museum aufgegriffen, natürlich auch damit im Ziel verbunden, eine bessere, neuere, ansprechendere Praxis zu finden. Mit externen Expertinnen, PartnerInnen haben wir gemeinsam Workshops gemacht und haben uns eben Fragen gestellt, wie eine zeitgemäße ethnologische Bildsprache, Bildpraxis aussehen kann und wie wir es als Museum schaffen können, diskriminierungsfrei, gendergerecht und vielleicht auch in leichter Sprache zu sprechen. Ganz konkret haben wir das auch in der Ausstellung Schwieriges Erbe, jetzt sehen Sie das Plakat, gemacht. Genau, dort haben wir mit den Kuratoren und den GestalterInnen der Ausstellung auch wiederum Workshops gemacht, haben uns überlegt, wie wir einen verantwortungsvollen Umgang mit Bildern schaffen können, die auch an vieler Stelle, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben, Gewalt zeigen. Und wir haben uns auch dazu entschieden, in enger Abstimmung mit den Kuratoren einen sehr transparenten Redaktionsprozess zu machen. Wie das genau aussah, sagt Ihnen jetzt Herr Schatzschneider. Genau. Wie mein Kollege Herr Völke gerade schon erwähnt hat, gaben uns die Kuratoren den Raum, das Lab und eine neue Form des Text- und Bildumgangs umzusetzen. In diesem Sinne wurde der Einfluss von Sprache und Bildern auf unsere eigenen Vorstellungen in den Vordergrund gestellt, wobei der Prozess der internen Auseinandersetzung passend zum Konzept der Werkstattausstellung für die BesucherInnen sichtbar gemacht wurde. Dabei werden auch die BesucherInnen aufgefordert, sich einzubringen und eigene Kommentare, Hinweise und Anmerkungen zu einzelnen Texten und Textstellen zu erstellen. Wir versuchen hiermit, den Diskurs zu öffnen bzw. die Stadtgesellschaft einzuladen, sich daran zu beteiligen. Die Bezeichnung Werkstattausstellung wurde bewusst gewählt, um den partizipativen Ansatz der Ausstellung stärker hervorzuheben.
Wir möchten die BesucherInnen dazu auffordern, sich einzubringen und somit die Ausstellung zu erweitern. Innerhalb des Labs wurde bewusst beschlossen, verletzende und diskriminierende Begriffe, Bilder und Gedankengut nicht zu reproduzieren, um somit erneute Verletzungen zu vermeiden. Dies geschah durch mehrere Methoden. Abwertende Fremdzuschreibung, rassistische und sexistische Begriffe wurden abgedeckt, während hingegen historische Begriffe, die heutzutage nicht mehr verwendet werden sollten, in Anführungszeichen gesetzt wurden. Das Gendersternchen wurde verwendet, wobei an einigen Stellen bewusst darauf verzichtet wurde, um die damaligen Machtverhältnisse angemessen darzustellen. Die Schreibweisen weiß, klein und kursiv, schwarz mit großem S wurden verwendet, da diese sich nicht auf biologische Eigenschaften, sondern auf politische und soziale Konstruktion von Unterschieden beziehen, womit sie letztendlich auch Positionen der Diskriminierung oder des Privilegs beschreiben. Alle Bilder wurden zunächst bearbeitet, um diese zu kontextualisieren, da sie oftmals tiefere Bedeutungsebenen haben, die auf den ersten Blick für die BesucherInnen nicht sichtbar sind. Dementsprechend wurden die Bilder, die hinterfragt werden sollten, eingefärbt und größtenteils mit einem begleitenden Text versehen, während hingegen Bilder mit einem dokumentarischen Charakter einen seitlichen Farbstreifen erhielten. Jedoch war es auch wichtig und notwendig, an vielen Stellen die deutsche und württembergische Kolonialgeschichte mit ihrer großen physischen und psychischen Gewalt sichtbar zu machen, weswegen an diesen Stellen ein Warnhinweis auf mögliche verstörende und schmerzhafte Inhalte hinzugefügt wurde. Beispielsweise bei diskriminierenden Bildern, die verdeckt durch eine Klappe erst nach dem bewussten Aufklappen durch die BesucherInnen vollständig zu sehen sind. Die BesucherInnen werden an verschiedenen Medienstationen aufgefordert, sich ebenfalls einzubringen und eigene Kommentare, Hinweise und Anmerkungen zu einzelnen Themen und Textstellen zu erstellen, die dann innerhalb der Ausstellung, zum Beispiel als Kommentare neben den Ausstellungstexten, sichtbar werden. Dabei werden alle Kommentare, die sich an die Etikette des Hauses halten, veröffentlicht. Wir haben verschiedene Arten der Sichtbarmachung der BesucherInnen-Kommentare innerhalb der Ausstellung. Die Kommentare werden an die Wand projiziert, aber auch ausgedruckt und zum Lesen bereitgestellt. Genauso werden einzelne Kommentare wie die Kommentare des Lab 5 direkt neben den Ausstellungstexten angebracht, wodurch ebenfalls idealerweise mehr BesucherInnen zur aktiven Kommentierung motiviert werden. Zuletzt wurde Anfang Oktober wurde die Sonderstellung einen neuen Raum erweitert, der zur Eröffnung noch leer war und deswegen den vorläufigen Namen Leerstelle trägt. Dieser Raum soll als offener Diskurs- und Workshop-Raum zu weiterführenden Auseinandersetzungen mit Themen der Ausstellung und Bezugspunkten bis in die Gegenwart dienen. Nach und nach soll der Raum gefüllt werden mit Ideen, Fragestellungen, Gedanken und Interventionen von Menschen aus der Stadt, wobei auch eigene persönliche Objekte der Kolonialzeit von BesucherInnen dort ausgestellt werden können, die dann mit uns und anderen Besuchern kritisch bearbeitet befragt werden können. Auch die zahlreichen dialogischen Führungsformate und die neuen Workshop-Formate mit den Bildung trifft Entwicklungsreferenten des Entwicklungspädagogischen Zentrums Reutlingen werden in der Lehrstelle stattfinden, wobei einzelne ebenfalls mit in die Ausstellung einfließen sollen und auch hier eine weitere inhaltliche Erweiterung zu ermöglichen. Zu Beginn der Ausstellung mussten wir unsere Führungsformate des Begleitprogramms aufgrund der pandemischen Situation ins Digitale übertragen, wobei wir bereits bei der Konzeption hybride Veranstaltungen eingeplant hatten. Gerade die öffentlichen digitalen Führungen in der Sonderausstellung wurden anfangs begeistert aufgenommen, teilweise mit bis zu 300 TeilnehmerInnen. Hierbei zeigt sich schnell, dass der digitale Raum uns eine erweiterte BesucherInnengruppe bescherte, da Menschen aus Teilen Deutschlands bzw. der Erde dieses Format nutzten, von privaten Initiativen aus Norddeutschland bis hin zur FIFA aus der Schweiz. Gleichzeitig erreichten wir aktiv Menschen, die normalerweise wenig bis kein Interesse an unseren Ausstellungsthemen haben. Mit der Universität Konstanz gab es eine Kooperation, die das Thema der Sonderausstellung noch weiter in einer sogenannten Digitour ermöglichte, die sich mit dem Thema Tourismuskritik und bewusstes Reisen derzeit beschäftigt. Genau, und dann mache ich den Abschluss. Natürlich haben wir auch gemerkt, abseits von der Sonderausstellung, dass der digitale Raum als Austragungsort von Gesellschaft und Wirklichkeit für uns natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten und Chancen bietet. Und deswegen haben wir im letzten Jahr die Sammlung digital online gestellt, mit dem Ziel, unsere Bestände möglichst einfach zugänglich zu machen.
Es wird zu den, oder es gibt zu den einzelnen Objekten verschiedene Informationen, die Geschichte der Objekte, ihre ursprüngliche Nutzung, aber natürlich auch die Provenienz, also wie sie zu uns ins Museum kamen, werden dort thematisiert und aufgegriffen. Auch hier ist unser Ziel, ganz eng mit PartnerInnen aus den sogenannten Herkunftsgesellschaften zusammenzuarbeiten, damit wir die Bestände, die wir haben, gemeinsam erforschen können und auch unterschiedliche Wissenssysteme zu zeigen und parallel auch stehen zu haben. Genau, wir wollen transparenter werden, wir wollen nahbarer werden, wir wollen unser Museum so gestalten, dass es einfacher ist, mit uns in den Dialog zu treten. Und all das, was wir jetzt gezeigt haben, ist ein wichtiger Schritt, aber es ist natürlich auch nur ein erster Schritt. Und damit wir langfristig eine museale Praxis etablieren können, die auf Zusammenarbeit, die auf Austausch, auf Kollaboration basiert, braucht es, glaube ich, noch viel, viel stärker veränderte Strukturen, und daran arbeiten wir. Dankeschön. Dankeschön.